Das ist ja an sich nichts Schlimmes. Eine Kiwi. Fast wie eine Kiwi. Megasterngucker. Halt, stopp, was tust du? Tragen. Is. Kann ich tragen, kein freier, erreichbarer Lagerplatz. Wieso ist das denn nicht erreichbar? Ich meine, hier haben wir ein Lager. Hier haben wir ein Lager. Ist ja anscheinend irgendwas zu essen. Müsste man eigentlich hier mit reinpacken können, oder? Lager. Alles löschen. Rohes Essen, vegetarisch. Da, was zählt denn das? Nicht Fleisch. Beeren. Rohstoffe? Pflanzenmasse? Gegenstände? Unfertig? Nee. Ist auf jeden Fall irgendwas Frisches. Wo ist denn jetzt hier das Lager? Kannst du das jetzt vielleicht einfach dahin tragen? Nein. Kannst du das jetzt vielleicht dahin tragen? Kannst du das jetzt? Zone verkleinern. Frage. Kann nicht. Wie nah muss denn das manchmal dran sein, ey? Megasterngucker, let's zusammen. Tragen. Zu weit weg, oder was? Sachen gibt's. Sollen sie mal nicht so anstellen. Meine Meinung. Guck mal, da geht das. Dann geht das hier gleich auch. Das andere Stück war noch weiter weg. Nix. Für den 30 Tagen. Ja, das Gefängnis ist bald fertig. Juhu.
So, die setzen sich auch ständig hier hin zum Essen, ne? Ja, wir haben auch inzwischen so viele Leute, theoretisch müsste man hier das... Ich glaube, was machen wir dann, wenn hier das, das da fertig ist? Machen wir hier dann den Sozialbereich. Boah, viele Leute aber auch hier rumwuseln, ne? Oder halt auch Tiere. Das ist ja der Wahnsinn. So, wir können jetzt aber auch... Granit entfernen. Weil wir haben ja nur noch die zwei Granitdinger da, die wir bauen müssen. So. Noch ein paar Lampen. Lampe, 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 Lampe. Lampe, 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 Lampe. Zack. Zack. So, zack. So, da reichen an Lichtquellen. Das sind Gefangenenbetten. Und das da unten machen wir zu gefangenen Krankenbetten. Yorkshire Terrier 1 ist tot. Er ist tot, Jim. Der wird anscheinend nicht in so ein Grab gebracht. Warum auch? So. Kartoffel ist im Lager zerfallen. Zu Staub. Was ist das? Achso, die Schokolade. Ui. Hier ist kein Dach. Aber wahrscheinlich, weil die Dinger nicht fertig sind, ne? Oder kein Dach zugewiesen. Zone, Dach, kein Dach zugewiesen. Du da. Geht nicht. Ich hoffe, das machen die gleich einfach. Ja, okay. Sehr schön. Kräutermedizin ist im Lager zerfallen. Verrottet, weil im Freien. Ja gut, jetzt weil ne, die Dinger hier noch nicht zu sind. Ja. Ist halt überdacht, aber immer noch im Freien. Oh. Deswegen verdirbt ja auch alles so schnell, ne? Müssen wir halt echt zusehen, dass wir das hier irgendwie mal fertig kriegen. Und das nicht mehr im Freien ist. So, Gossek baut ein paar Lampen. Ein paar Lampen. Okay, was ist da los? Die Flammenberg-Piraten schon wieder. Okay. Einmal da unten. Aber ich glaube auch oben, oder? Ja, Angriff von beiden Seiten. Gut, dann ja, machen wir mal wieder alle kampfbereit. Ihr zwei nicht. Wie viele Leute wir inzwischen haben, ne? So. Grundsätzlich stellt ihr euch erstmal dahin. Allerdings Hellboy. Achso. Hellboy.
Und Baba und Tordes stellen sich hier zur Brücke hin. So. Nicht auf den Hund. Boom, Headshot. Das war's, er ist tot. So. Aber da kommen natürlich noch mehr. Hier oben sind sie auch bald da. Machen wir mal langsam weiter. Nicht auf Poppy. Nein! Poppy! Du Sau! Die war doch noch trächtig! Die Flammenberg-Piraten. Das gibt Krieg. Ihr habt Poppy getötet, ihr Schweine. Ich habe auf meinen Generator geschossen, das war ein bisschen doof. Geh du mal weg. So, und ihr schießt nochmal auf ihn. Wieso hast du keine Fernkampfwaffe? Was ist mit Hellboy los? Habe ich ihm die damals weggenommen? Kann sein. Baba hat auch nichts. Was ist da los? Okay. Wir haben es irgendwie überlebt. Raus aus dem Kampfmodus. Genauso wie der Rest vom Schützenfest hier. So. Das gibt Rache. Die haben Poppy getötet, ihr Schweine. Und deine sind kommen. Ich habe mich doch auf Hundebabys gefreut. Wo kommen die her? Flammenberg-Piraten. Flammenberg-Piraten. Die sind überall. Da kriege ich auch keine Informationen, wie es da genau aussieht, ne? Na gut. Wir kriegen das aber hin. Wir werden uns rächen. Und unser Kriegsschrei wird sein für Poppy! So sieht's aus. Poppy wurde zu Tode geprügelt mit einem Prügelstoß. Die letzten Ereignisse im Leben von Poppy. Diver stieß Poppy dabei, kam deren Hals zu Schaden. Eine Prellung an Körperteil Hals ließ Poppy verrecken. Er steht da einfach so. Ließ ihn verrecken. Oh Mann. Tja, ja. Sind unsere anderen Yorkshire auch alle Weibchen oder was ist das?
ist ein Mensch. Süße. Wir haben noch Chance auf Nachwuchs. Yoko ist auch ein Weibchen. Ich brauche aber Händler, Mann. Quest, Versteck von Maus. Läuft in 20 Tagen ab, zeige Quest. Maus, Häuptling der Fraktion Violette Bergstamm hat uns informiert, dass wertvolle Gegenstände mit einem Gesamtwert von 55 Euro, nicht sondern viel, in unserer Nähe gelagert werden. Die Sammlung besteht aus schockverursachende Psycholanze. Ja, toll. Maximale Haltbarkeit, aha, aha. Attraktivität, minus 4. Boah. Ah, ah, ah. Saftladen. So far. So, und am Megalink muss ich jetzt hier mal um die Leute kümmern, ne? Bereits von Sunny benutzt, okay. Wo ist Hellboy? Da. Hausbesuch. Ist auch schon. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Ein Hundeleder. Wir haben Poppy geledert. Just saying. Kräutermedizin ist im Lager zerfallen. Wir brauchen Bauteile. Ich weiß nicht, wie wir so an Bauteile herankommen sollen. Außer wir müssen halt echt was plündern. In der Nähe. Da gehe ich doch nicht hin dafür. Was ist das? Violette Bergstamm. Halt auch Zeit, dass wir diese Raketendinger da kriegen und so, ne? Niederlassende Einbrecher von der Unbunk-Knappschaft. Sie haben Poppy getötet. Ihr Schweine. Was werden Sie mit Ihrem Leben bezahlen? Was machst du dann erst, wenn du einen deiner Kolonisten verlierst? Tja. Das willst du nicht am eigenen Leib erfahren. Was? Rasen vor Wut. Da. Was ist da los? Sanne wollte nur eine Verhandlung wieder führen. Sanne ermunterte Galkrigo, über das Loslassen alter Freundschaften zu diskutieren. Sanne zeigte Interesse an den Ansichten von Galkrigo. Und Sonne erzählte, Galkrigo etwas über das Betrinken. Ist ja toll. Hat erstmal Sonne verletzt, ja? Ja, toll. Was wir auch machen müssen, ist den Thermalgenerator hier reparieren. Hat zwar nur einen Schaden gekriegt, aber hey. So, die anderen bereithalten hier. Ja, okay. Er wird nicht rauskommen. Halt, stopp. Hast du eine Waffe? Du hast eine Waffe. Kampfmodus. Dahin stellen. So, Old Gothic. Reparieren. So. Galkrigo wurde erschossen. Das war's. Er ist tot. Das kommt davon. Selber schuld. Wir müssen eine neue Tür bauen. Das ist keine Übung.
Wutanfälle werden hier nicht geduldet. Zumindest nicht so. Quest fehlgeschlagen. Passiert. Sanne braucht eine Behandlung. Immer noch. So. Und wir brauchen einen Händler. Mammut-LP benannte Yorkshire Terrier 3 in Machete um. Machete! Klingt nach einem Namen, den ich machen würde. Verrückte Ratte. Da. Ich brauche jemand ausgebildet im Rattenkampf. Du warst die Verrückte, ne? Ja. Gut, so, weiter so aus. Hier wird noch was. So. Hey, Stahl, juhu. Kann man irgendwas tun, damit ein Händler hierher kommt? Beschränkung, nein. Zuweisung, nein. Was? Erzwingen, löschen? Tiere. Beschützen. Alle Tiere, die wir haben, sollen auch ihr Herrchen beschützen. Was ist das hier? Tragen. Das hier, Tier kann Gegenstände transportieren. Okay. Angreifen. Das Tier kann freigelassen werden, sodass es entfernte Ziele angreift, statt nur sein Herrchen zu beschützen. Okay. Schlachten ist nicht. Wildtiere. Gibt es hier jede Menge. Schön, dass ich von überall eine Übersicht habe. Forschung haben wir jetzt nicht. Quests gibt es jetzt nicht. Das ist das. Das ist das. Fraktionen. Flammenberg-Piraten. Feind von allen. Okay. Apropos. Die sind bei mir neutral. Oh, nee. Theoretisch muss ich jetzt echt wagen, halt irgendwo einen Angriff zu starten, damit ich an Bauteile komme. Wo bin ich zu Hause? Da. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Nun weiß ich halt jetzt auch nicht, ne, was mich da jetzt wirklich alles erwartet. Ich will jetzt nicht mit zu vielen Leuten halt dahin und irgendwie für Krieg sorgen. Wenn ich, ja. Dann doch bei mir dann halt wieder Hilfe brauche und so, weißt du? Ich komme ja nicht so schnell von A nach B. Hm. Es gibt ja keine Transportmittel, keine vernünftigen, oder? Da bräuchte man theoretisch irgendwie nochmal so einen Retter für Transport oder so. Oh, die Kolonisten versammeln sich, um die Hochzeit von Papa und kleine Rolli zu feiern.
In der unfertigen Kirche. Super. Ja, Leute, ihr dürft da auch reingehen, ne? Hier, ne? Auch hier schon wieder kaputt. Wand aus Kalkstein. Muss die Kirche schon restauriert werden. So, wir haben uns heute hier versammelt, um, ne? Papa und kleiner Rolli im ewigen Bunde der Liebe zu vereinen und so. Hauptsache Papa hat einen gestörten Schlaf und hat ohne Tisch gegessen, hat dadurch leichte Schmerzen am Rücken. Ja, und kleine Rolli findet, sie haben ein abscheuliches Schlafzimmer und sie ist hungrig. Ja, mit hungrigem Magen erstmal irgendwie, ne, und so. Erstmal auf eine Hochzeit gehen. So, was ist da los? Sozialitäten. Megastern Cook und Helper unterhielten sich über Fernsehen. Wow. Misato erzählte Mammut einen Witz über Lieblingsfrisuren. Das fand ich bestimmt witzig. So, Party? Party Art? Party Art. Weiß Bescheid. So, die Hochzeitszeremonie von Baba und kleiner Rolli ist beendet. Oh, geht's jetzt zur Hochzeit, ne? Ist so. So, wir haben noch ein paar Kalksteinblöcke. Marmor wird natürlich immer weniger, aber brauchen wir auch ständig. In Massen. Reisende Fraktion Unbummknappschaft befindet sich auf der Durchreise. Habt ihr was zu handeln? Habt ihr vielleicht Bauteile dabei? Dann dürft ihr weiterleben. Ausnahmsweise. Aber wirklich nur ausnahmsweise. Und sagt es nicht weiter. So, folgendes. Wir machen auch nochmal Wandleuchten hier in die Dinger rein. Mich stört das hier einfach gerade auch mit den Stehleuchten. Inspirierte Operation Megasterngucker, okay. Also keine Händler. So, hier wollt hin, da wollt hin, dann passt das auch. Hier vielleicht nochmal ein Kabel, obwohl, ne, müsste eigentlich reichen, hier ist ja ein Kabel an der Wand, oder? Ne, ist es nicht. Behandlung benötigt, Kleidung benötigt. Können Sie sich jetzt bedienen eigentlich, oder? So, theoretisch. Warum legt die Schappe jetzt dahin? Ist er. Achso, er hat Asthma mal wieder. Okay. Martin, wer hat denn den Hund Martin genannt? Geht einfach spazieren. Ist ein Männchen. Das kann man Martin heißen. Machete! Hat auch einen Film hier mit. Wo der Typ da Machete hieß, ne? Der die ganze Zeit mit der Machete irgendwie Leute gemetzelt hat und so. Da ist der Hund! Machete! Das ist so doof. So, hier im Lager machen wir mal Folgendes. Keine Waffen. Okay. Menschenjagendes Rudel von Polarwölfe in das Gebiet eingedrungen, okay. Oh, die sind aber hübsch.
Oh, die sind hübsch. Okay, alle Mann auf Gefechtsstation. Insbesondere Leute mit Fernschusswaffen, wovon ich nicht weiß, wer Fernschusswaffen hat. Einige haben ja seltsamerweise keine Waffe mehr. So, alle vor Machete stellen, nicht dass Machete hier gemachetet wird. Boah. Das wird eventuell Verluste hier geben. Da können wir vielleicht einen retten. Rette Polarwolf. Kann nicht gerettet werden, keine Schlafplätze für Tiere erreichbar. Nicht reserviert und in sicherer Temperatur sind. Wieso? Die sind doch nicht reserviert. Einer davon ist auch frei. Theoretisch. Was brauchen die denn für eine Temperatur? Minimale Wohlfühltemperatur. Maximale Wohlfühltemperatur, okay. Tja, kann ich nicht behandeln, kann ich nicht für mich behalten. Das ist schade. Hätte ich ja gerne gemacht, aber was nicht geht, das geht nicht. So Leute, alle wieder irgendwie auf ihre Posten. Feierabend.